In dem folgenden Video geht es um folgende Aufgabenstellung: einen Rekursionsbaum zu zeichnen. Einen Rekursionsbaum zu zeichnen zu dieser Funktion. Die ist erstmal noch nicht so wirklich sinnvoll. Es geht erstmal darum, eine einfache Funktion zu wählen und daran den Verlauf der Rekursion deutlich zu machen. Die Funktion heißt entfernen. Es gibt ein Element und eine Liste und dieses Element soll aus der Liste entfernt werden. Also zum Beispiel entfernen 3 aus der Liste 1, 2, 3, 4. Normalerweise würde man erwarten, dass dann die Liste 1, 2, 4 ausgegeben wird. Das kommt aber erst im nächsten Video, Rekursion komplexer. Hier soll dann einfach nur, wenn das Element in der Liste vorkommt, am Ende das Element ausgegeben werden. Wenn das Element nicht vorkommt, wird entsprechend hier nicht vorhanden ausgegeben. Im Wesentlichen geht es um diese Zeile hier, nämlich der rekursive Aufruf, dass die Rekursion sich selber wieder aufruft und zwar jeweils mit dem Rest der Liste, also das erste, vorderste Element wird jeweils rausgeschmissen und die Funktion ruft sich mit dem Rest der Liste wieder auf. Es sei denn, das vorderste Element in der Liste ist gleich dem gesuchten Element, na dann wird das Element eben ausgegeben. Und so sollte die Rekursion aufgebaut sein. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Die 3 soll praktisch ausgegeben werden, wenn sie in dieser Beispielliste enthalten ist, was in diesem Fall natürlich der Fall ist. Aber das wollen wir jetzt einmal durchspielen. Ich nehme mir das erste Element vor, vergleiche die beiden. Wenn sie gleich sind, wird die 3 ausgegeben. Wenn nicht, ruft die Funktion sich selber wieder auf mit dem Rest der Liste. Also nur noch mit 2, 3, 4 und 5. Da das hier der Fall ist, wird praktisch eine nächste Instanz aufgerufen mit dem Rest der Liste. Hier wird wieder genauso verfahren wie vorher. Es wird geguckt, ist das erste Element der Liste gleich dem Objekt? Nein. Dann rufe dich selber wieder rauf mit dem Rest der Liste, also 3, 4, 5. Hier wird auch wieder genauso verfahren. Überprüfe das erste Element der Liste mit dem Objekt. Ist 3 gleich 3? Ja. Jetzt sind wir praktisch nicht wieder in den Else-Fall gelandet, sondern wir landen in den Equal-Fall. Und in diesem Fall soll die 3 ausgegeben werden. Hier wären wir eigentlich fertig. Die 3 würde praktisch rauskommen. Aber bei der Rekursion gibt es nicht nur diesen rekursiven Abstieg, sondern es gibt auch immer einen rekursiven Aufstieg, also wieder nach oben. Das ist hier nicht so wichtig, weil nach der Ausgabe der 3 nicht noch wieder zusammengesetzt werden muss. Im nächsten Beispiel wird aber deutlich, dass dieser rekursive Aufstieg auch sehr wohl nützlich sein kann oder wichtig sein kann. Gucken wir uns den rekursiven Aufstieg hier trotzdem an. Ich nehme also die 3 und reiche sie praktisch wieder nach oben weiter. In die Instanz von der, also diese Instanz wurde aufgerufen von dieser hier. An die gibt sie also die 3 zurück. Es muss nichts weiter gemacht werden. Deswegen reicht sie die 3 noch einen Schritt weiter nach oben an die Instanz, von der diese hier aufgerufen wurde. Das war die ursprüngliche Instanz und die musste jetzt nicht weiter nach oben durchreichen, sondern die gibt einfach die 3 aus. Und damit ist fertig.